In vielen Bereichen unseres Lebens ist die Digitalisierung bereits erfolgt. Unsere Telefone wurden zu Smartphones. Alles ist vernetzt und überall werden Daten erhoben. Doch gerade beim Bau unserer Häuser und auf Baustellen im Generellen sucht man oft noch vergebens nach digitalen Lösungen, um die Daten der manuellen Arbeit zu erfassen und zuzuordnen. Doch warum sind unsere Bauaufträge nicht digital? Und warum nutzen wir eigentlich nicht SmartCraft? Dieser Kurzfilm demonstriert, wie SmartCraft Ihnen hilft, die Bauaufträge zu digitalisieren, Ereignisse nachzuverfolgen und Risiken in Chancen zu verwandeln, wie Sie den Auftragserfolg mit der Reduzierung von Reibungsverlusten steigern. Zeigen wir Ihnen da, wo alles stattfindet. Auf der Baustelle. Und hier finden wir Oliver. Der ist Vorarbeiter und bereitet sich auf den kommenden Arbeitstag vor. Um SmartCraft zu nutzen, braucht er erstmal nicht viel. Ein Smartphone reicht aus. Dann wird einfach die SmartCraft-App aufgerufen und schon hat Oliver sein digitales Werkzeug für den Tag bereit. Wenn Oliver nun ein Ereignis auf der Baustelle findet, wie etwa hier, 3 zu spät eingebaute Elektrokabel, die durch die Deckenplatten geführt werden müssen, kann er in kürzester Zeit das Ereignis seiner Sachbearbeiterin zusenden. Dafür öffnet er die SmartCraft-App, macht ein Foto des Ereignisses und spricht seine Nachricht ein. Wir mussten noch die 3 Kabel durch die Platten ziehen. Die SmartCraft-App wandelt das Gesprochene sofort in Fließtext um. Anschließend schickt er die Ereignismeldung über die Cloud direkt auf den Computer der Sachbearbeiterin im Büro, wo sie bei Lara landet. Lara ist gerade noch beschäftigt und hätte keine Zeit für ein Telefonat. Doch als sie ihr Angebot fertig erstellt hat, sieht sie die Nachricht von Oliver und öffnet die SmartCraft-Ansicht. Hier kann sie nun genau feststellen, welches Problem auf der Baustelle anliegt und hat mit SmartCraft Office die Möglichkeit, das Foto mit den vielen Komponenten des Auftrags, hier zum Beispiel Gebäudestruktur, Leistungsverzeichnis und Handwerksprozessen, zu verknüpfen. So kann Lara das Geschehen auf der Baustelle genau einschätzen, das angemeldete Risiko rechtzeitig erkennen, dem Vorarbeiter entsprechende Rückmeldung geben und den entsprechenden Mehraufwand beleg- und anspruchssicher dokumentieren. Da Lara mit dem LV und den vielen Auftragsdaten vertraut ist, erkennt sie auf dem Bild 2 Abrechnungsrisiken, wie etwa die noch nicht zugeordnete Menge an Putzprofilen und notwendiges Abkleben der Wandscheiben. Lara fügt in wenigen Klicks die Abrechnungsbelege mit dem Foto zusammen und sichert den Vergütungsanspruch. Je Einzelfall entscheidet Lara nun auch direkt, einen Bericht aus dem Foto und den Informationen zu generieren und an den Bauleiter, Auftraggeber und an andere Gewerke zu schicken. Nun wollen wir das Ereignis nochmal in Zahlen betrachten. Auf diesem einen Foto konnte Lara 3 Abweichungen erkennen. Den Mehraufwand und die darin enthaltene Arbeitszeit und Materialkosten belegsicher dokumentieren und für das Unternehmen geltend machen. So wurden Putzprofile, Abkleben der Wandscheiben und die Durchstoßpunkte zur Kabelverlegung zu existierenden LV-Positionen abrechenbar dokumentiert. Damit konnte ein einziges Foto in 5 Minuten einen Umsatz von 500 Euro sichern, der sonst einfach verloren wäre. Dies ist nur ein Ereignis von vielen, die tagtäglich auf Baustellen aller Art passieren. Viele Ereignisse bekommt man gar nicht mit. Darin liegt oft das unerkannte Verlustrisiko. Mit SmartCraft können Sie gleichzeitig Verlustrisiken minimieren, die Arbeitsprozesse optimieren und belegsicher dokumentieren. Das Ganze ist so einfach, dass keine Arbeitszeit für Schulungen investiert werden muss. Und das Beste ist, auf der Baustelle muss nichts aufgeschrieben werden. Unsere Erfahrung zeigt, SmartCraft verändert die Zusammenarbeit der Menschen. Die Sacharbeiterin im Büro kann direkt an der Arbeit auf der Baustelle beteiligt werden. Egal, wo die Baustelle ist. So werden Konflikte und Stress im Team reduziert, die wechselseitige Kommunikation verbessert und die gegenseitige Wertschätzung wächst durch gemeinsam erzeugte Wertschöpfung. Gute digitale Kommunikation sollte direkt am Menschen und in den Beziehungen zwischen Menschen ansetzen. SmartCraft. So geht SmartCraft.